Freunde und Kollegen des guten Roleplays. Willkommen zu einer weiteren Runde Armor 3 Altes Live. Heute hatte ich zum ersten Mal Dienst am Grenzposten. Und hier ist immerhin so allerhand los. Gutes Roleplay, Schmuggler, illegale Grenzübergänge, viel zu tun. Gute Unterhaltung für euch. Und jetzt wirklich viel Spaß beim Zuschauen. Tag, Herr Doe, Corporal Marty Dix, mein Name. Das ist natürlich verboten. Warte, ich laufe ohne, dass ich es möchte. So. Das hier ist unser Grenzposten. Ganz sehr einfach schön zu erklären. Hier kommen die Leute rein, die nach Mexiko wollen. Die werden dann hier überprüft bei diesen Schranken, so wie das da vorne das Musterbeispiel macht. Mhm. Dabei ist wichtig zu überprüfen, ne, was ist geladen, ist was geladen, wer fährt Wenn's da. Wenn's ja darf ich was dazu fügen? Klappe. So. Wichtig ist, wer dann da, ne, einfach eine ganz normale Person- und Fahrzeugkontrolle durchführen, ne? Yep. Je nachdem, ob die auf der Fahndungsliste stehen, also ich persönlich sage ich dir, ich gucke bei solchen Leuten nicht auf der Fahndungsliste, ich gucke eher auf der Fahndungsliste, wenn sie von da kommen, weil nämlich hier hinten ist der ganze Komplex einmal andersrum und zwar, wenn man von der Mexiko-Seite kommt und in die USA möchte. Okay. Wichtig dabei ist zu bedenken, wenn Fahrzeuge an diesem Tor stehen, ist es unsere Aufgabe, sie dort rüber zu lenken. Das heißt zu sagen, Leute, da ist Eingang. Weil viele Leute wollen auch immer da rein, obwohl da der Eingang ist. Du verstehst? Ich verstehe. Gut. Leute, mal so eine kurze Frage. Ja? Warum steht hier eigentlich in der Ausfahrt und der Schranke ein Schild? Das ist gutes Mapping. Ja, das da ist hat jemand sehr geiles das vergessen, Mapping. Das zu entfernen. So, hier, ist übrigens, so. Hier werden eben die Fahrzeuge der mexikanischen Seite überprüft. Entweder hier vor, genau, immer Schranken zumachen, das war ein Test. Hurra. Oder eben hier in den Parkbuchten. LKW werden auch versucht, Platz zu finden. Das da vorne ist ein sogenanntes RP-Werkzeug. Das heißt, wenn man Bock hat, kann man die Fahrzeuge hier drauf lenken. Okay. Da kann man so tun, als würde man, ja, das gibt es auch noch auf einem RP-Server. Okay. Da kann man hier so tun, als würde man sozusagen das Fahrzeug überprüfen, Lichter unterm Auto, blablabla, etc. Denke ich zu verstehen, ne? Bist du denn? Yep. Ach, da bist du. Ja. Da in die Richtung geht's zum Loch. Wenn du da immer weiter lang fährst, dann kommst du zu den Löchern. Da hier drin ist in der Mitte sind da mehrere Schweinchen, wo man halt Gefangene reinstellen kann, etc. Da sind auch noch unsere Shops. Oder gefesselte Polizisten. Oder gefesselte Polizisten. Oder beides. In einem Offroader vor dem Highwerker. Und da sind dann Shops, die man auch verwenden kann. Und um sich eben neue Equipment zu kaufen. Um in den Grenzposten reinzukommen, braucht man den Grenzpostenschlüssel. Hast du den? Sag ich dir gleich. Ist der UAV-Terminal, den wir im Inventar? Nein. Sonto neu, oder? Gut, dann kommst du nochmal mit, bitte? Nee, warte, kannst du nicht steuern damit? Der kriegt einfach, kriegt meinen, ich gehe Overwatch hier oben. Der kriegt da meinen. Na gut, dann hol dir einen bei dem Herrn ab. Komm hier. Da ist er. Derjenige, kannst du gleich den Typen da reinlassen und da den ersten Typen da. Genau, dann kannst du gleich mal die erste Kontrolle durchführen. Wenn du möchtest. So, ich gehe wieder nach oben. Ich grüße Sie! Jo, schönen guten Abend. Aufmachen machst du hier übrigens, glaube ich. Ehrliches Wetter. Jo. An diesem Feld da. Wunderschönes Wetter. So. Das ist hier der offizielle Eingang, weil ich nach Mexiko gefahren bin, bin ich damals nach Norden raus. Tja, und hier geht's dann wieder offiziell zurück in die Vereinigten Staaten. Die Herren möchten einreisen, ja? Schön, ich grüße Sie. Wie bitte? Die Herren möchten einreisen in die USA? Ja, wir würden gerne einreisen. Mein Name ist John Wayne Gacy. Und das ist ein vielgeschätzter Kollege, Herr Martin Winkler. Wie ich bemerken muss, ein wunderbarer Experte für Reliquien, Ruinen in Tijuana, Mexiko. Wunderbar. Gut, dann möchte ich Sie bitten, in Ihre Fahrzeuge zu steigen und in eine der Buchten zu fahren. Dort werden wir dann eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durchführen. Hör mal auf für dich. Wichtig ist, wenn du die Leute reinlässt, dass du nochmal zumachst, ne? Weil sonst können hier irgendwelche Einwanderer reinrennen. Killer. Auch wichtig für dich, Personen, die hier unbefugt draufkommen, tasern. Alles klar. Okay. Natürlich vorher nochmal kündigen, ne? Polizei steht bla bla bla, kennt, denke ich, aber weiß nicht, kennst du alles. So. So, wunderschönen guten Tag. Einmal aussteigen, bitte. So. Guten Tag. Guten Tag. Dann hätte ich doch bitte einmal von den Herren den Ausweis gesehen, bitte. Sehen Sie, nagelneuer Datei. Sind Sie US-Amerikaner oder sind Sie Mexikaner? Herr
Kollege, einmal hier, der... Was soll das denn heißen? Würden Sie bitte einmal den Ausweis von meinem John Wayne Garrett kurz durch den Computer jagen? Dankeschön. Ja, mach ich natürlich. Hat denn der Herr ein Visum? Das steht unten rechts auf dem Personalausweis. Oder ist der Herr US-Amerikaner? Ich hab's nicht genau verstanden. Nein, der Herr ist Amerikaner. Ich bin auch heute Vormittag erst beim Nordtor reingefahren. Ich hätte noch einmal bitte Ihren Ausweis. Stunden gerechnet. Oh Gott, dann wollen wir das mal bestellen. Ja, bitteschön. Die Leitstelle für die X-Kopf. Mexiko ist ein wunderschönes... Nochmal bitte, Ihren Ausweis. John Wayne Gacy, komm. Martin Winkel. Winkler, ist das korrekt? Haben wir so verstanden. Nee, ich hab die nur durch die Datenbank jagen lassen. Die sind nicht wunderbar. Die dürfen sich da jetzt mal einstellen. So, dann hätten wir noch einmal den Herrn Martin Winkler, ebenfalls Amerikaner seines Zeichens. Okay. Leitstelle für DXCOM. So, ja, Sie könnten doch einmal bitte jetzt kurz Ihr Fahrzeug öffnen. Dass ich mal einen Blick in den Kofferraum werfe. Ja, feines Teil, sage ich Ihnen. Ich dachte mir für Mexiko, mit dem Teil, das musst du einfach machen. Das ist wie Abenteuerurlaub. Ja, dann scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Ich bin leidenschaftlicher Archäologe. Das ist schön. Wir waren in der sagenumwobenen Stadt Machu Picchu. Dixo mit Ende. Haben dort eine Ausgrabung getätigt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie interessant das war. Wir waren auf einer Höhenmeer von 2000 Metern. Stechmücken. Regen. Der Monsun hat uns beinahe weggespült. Dann auch diese furchtbaren Ureinwohner. Glaspfeile, Gift, Pfeilgiftfrösche und überall nackte Frauen. Das war wunderschön. Dazu gab es noch. Das ist wirklich interessant. Herr Winkler, das ist ja spannend und ich würde gerne die Dias noch sehen. Können wir dann bitte weiter? Ja, dann steigen Sie bitte ein und fahren und ernten. Ja, das muss ich tatsächlich. Herr Winkler, ich sag's Ihnen nicht noch einmal. Sound ja. Soll ich die jetzt auf der anderen Seite rauslassen oder machen das die Kollegen? Wenn da oben steht einer. Ich weiß nicht, ob er aktiv vom Gehirn ist. So aktiv. Alu, bist du das? Ja, Alu, hast du mal den. Einmal das, die einen Schrank musst du noch öffnen. Ist denn irgendwas in ihrem Fahrzeug, was ich nicht dabei habe? Nicht, dass ich wüsste. Also eigentlich habe ich dort nichts eingepackt. Okay, haben Sie was in Ihrem Rucksack? Ich bin jetzt mal weggenommen. Tschüss. Ja. Das habe ich noch vergessen, dir zu sagen, wir auch immer den Rucksack überprüfen, wenn Sie aus Mexiko kommen. Noch krasser, als wenn Sie nach Amerika, nach Mexiko wollen, weil die können dann unter Waffen schmuggeln. Achso. Habe ich ja ganz vergessen. Okay, hab vergessen. Haben Sie ein Toolkit dabei oder wie? Was haben Sie? Ich überprüfe immer alles. Ja, genau, den Reparaturkasten mit Werkzeug. Jetzt war meine erste Kontrolle. Mit alles gut, Dina, fängt doch mal an. Gut, dann setzen Sie sich mal Ihr Fahrzeug. Fand ja ganz in Ordnung, sind dann alles. Ja. Schild. Hey, funktioniert. Wunderbar. Oh, wieder einmal in eine Bucht fahren, alte Bucht fahren. Ja, boom, in die Wand. So, jetzt können Sie nur Rückwärtsgang und da in so eine schöne Bucht fahren, wie es mein Kollege hier wunderbar vorgemacht hat. Bitte. So, oh, wunderschönen guten Tag, der Herr. Dürfte ich schon mal einmal den Ausweis von Ihnen sehen, bitte? Ja. Mal deeskalieren wirken, ich werde da nicht stecken. Jetzt mal gemütlich hinsetzen und das ganze Blut achten. So, Herr Thomas Johnson, ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Wunderbar. Ich guck mal, ob wir den kennen. Vorbestraft. Wunderbar, sowas erfreut doch ungemein. So, einmal Ihren Ausweis, bitte. Sie haben da noch was im Gesicht, Herr Geist. Da ist noch ein bisschen Das ist eine Pigmentstörung.
Ach, Mensch. Oh. Oh, das ist natürlich schlimm. Gibt's eine Salbe nicht gegen oder sowas? Nee, leider nicht. Oh, das tut mir sehr leid. Das ist bestimmt gäb's die, aber ich bin nicht krankenversichert. Ach, ich verstehe. Ich verstehe. Das wäre dann der Herrn Nebelgeist. Mr. Dick. Nicht vorbestellt, das ist doch schön. Dick heißt nicht. Achso. Dürfte ich da einmal noch kurz in Ihr Fahrzeug schauen? Selbstverständlich. Während mein Kollege in Ihr Fahrzeug schaut, würde ich mal bitten, dass die beiden Rucksäcke mal auf den Boden legen, damit ich mir mal ein Bild davon machen kann, was diese Rucksäcke drin haben. Leute, ganz kurz mal zu unserem Keller. Haben Sie für die Zubehör Waffenschrank? Selbstverständlich. Kann ich mir davon gleich einmal sehen? Ich greif den einfach mal hier raus, dann bist du ja nicht hier drin, ne? Ja, klar. Wie kann ich ihn bezeugen? Denn ich hab ihn hier drin schon gefunden. Der liegt so. Hier drin. Ach, wieder aufnimmt. Dankeschön. Gleich gilt für Sie, dürfen wir den Rucksack auch wieder aufnehmen. Also die Rucksäcke sind sicher. Also. So, das Fahrzeug ist auch gut. Ich wunderbar, die Herren. Dann wünsche ich eine schöne Weiterfahrt. Vielen Dank. Dank. War dein Beitrag kurz. Oh, ich hab noch eine Frage. Stopp. Hier ein Ausweis. Folgen Sie mir bitte. Ja, soll ich jetzt wirklich alle Schnallen aufmachen und den auf den Boden legen? Sie wissen schon, was das bedeutet. Ja, Alter. Danke dafür. Sie haben mit Ihrer Waffe dieser Schein. Herr Wickler. Ihr Kanacken, was macht ihr hier? So, wunderschön, guten Tag. Kommen Sie mal bitte auf die Seite, und vielleicht laut hier. Das ist ja drüben nicht schön. Polizeimeister Kadett Klondo, mein Name. So, was kann ich denn für Sie tun? Ich würde ganz gern meine Hähnchenlieferung auf die andere Seite der Grenze bringen. So, Trump's Fried Chicken. Klingt lecker. Dann müsst ihr noch einmal Ihren Ausweis, Fahrzeugpapiere, Führerschein... Würde ich noch einmal gerne sehen, bitte. Gerne doch. Herr Christian Dayton, ist das korrekt? Dayton, jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich überprüfe einmal kurz per Funk. Kleinen Moment, bitte, ja. Gerne. So, dürfte ich dann noch einmal kurz erstmal hier in den Ausweis zurück. So, bitteschön. Vielen Dank. Dürfte ich dann einmal kurz Ihren Blick in die Ladefläche werfen? Na, selbstverständlich dürfen Sie. Detten? Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Sehen Sie das? Das da? Das ist ein defektes Rücklicht. Vier Muskeln. Genau da. Oh. Das ist neben den drei und den Gott. Was hat der... Da hat er wieder nicht ordentlich geguckt. Ich habe ihm extra gesagt, ich muss heute über die Grenze. Er soll den ganzen LKW wieder kontrollieren. Tja. Ja, wenn man sich auf so ein Personal verlässt, ne? Das ist immer so... Schwierig. Ärgerlich. Ja, ganz schwierig. Dürfte ich ihn dann vielleicht einmal... Ja gut, ich drück mal ein Auge zu. Ich will jetzt mal nicht so sein, ne? Ich weiß ja, wie das ist. Das ist nett, vielen Dank. Dürfte ich dann einmal noch kurz Ihren Rucksack durchsuchen? Natürlich, dürfen Sie. Gerne. Dürfen Sie. Nee, er hat nicht Ärger. Können Sie den kurz auf den Boden legen? Frei. Ist klar. Ich darf den nicht an Personen überprüfen. Hopp. Bitte sehr. Weil der hat so Fett in ihr, weißt du? Deswegen sieht man nicht. Aber
Gut, können Sie einen wieder aufnehmen. Jawohl. Soweit alles in Ordnung. Über das gute Rücklicht schaue ich uns mal hier weg und wünsche noch eine gute Fahrt und viel Erfolg bei Ihrer Lieferung. Ne? Ja, vielen Dank. Ich werde das Rücklicht auch gleich reparieren lassen. Ja, das ist lohnenswert. Sehr lohnenswert. Gut, dann danke ich Ihnen und schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ja, Ihnen auch. Haben Sie gerade geschossen? Haben Sie auch den Schuss hier gehört? Ja, haben Sie geschossen? Achso, das Tor ist offen. Damit nee. Sie wissen schon, von der Richtung hier. Sie wissen schon, dass Ihr Reifen kaputt sind? Ihr Fahrzeug? Jo, ich weiß. Hätten Sie zufällig ein Repair-Kit hier? Die Herrschaften! Bitte. Wollen Sie einreißen oder was? Nee, ich wollte nur hierher bekommen, weil hier Zivilisation ist. Ich habe immer gehört, dass Polizisten die nettesten sind hier. Und die haben sicher auch ein paar Reifen. Dankeschön. Bitteschön. Schönen Tag auch. Ja, Ihnen auch. Sound muted. Ah, der will nicht einreisen. Sound resumed. Der wollte nicht einreisen. Der hat bloß zwei Reifenschnorre. Ach so. Jungs? Ja? Weil hat jemand von euch Bock, zwei Leute, die was gerade das Loch betreten, also die Grenze illegal übertreten wollten, abzufertigen? Reed, ja. Pack doch mal die Waffe weg, dann Mensch. Ich bringe euch die direkt zu den zwei Türmen gleich. Ja. Dann gehe ich wieder zum Loch. Ich will sitzen, also ich kann nicht so lange stehen. Ich will sitzen. Nein, sie müssen leider. Sie müssen leider aber stehen bleiben. Ich will sitzen, bitte. Nein, es tut mir sehr leid, ich kann nicht mehr. Ich fahr gleich um. Ich stelle mich auch hin, damit es gleichberechtigt ist. Ja, okay, aber ich bin nicht so gut im Stehen. Ja, aber wir dürfen sie nicht lose machen. Oh, schade. Also, aber ich liebe sie doch. Na, das ist mir leider in bitte diesem Moment etwas egal. Also, die ja, Herren, würden Sie mir einmal... Ich gehe nicht weg. Nein, Sie bleiben trotzdem gefesselt. Bitte, ich liebe sie auch, Mann, da hinten. So, sonst stell dich in die Ecke, dann mache ich den Kommst einen los und dann Polizien hältst du aber einen Taser rauf, okay? Alles klar. Wenn er Anstalten macht. Okay, da, ja, dann hören Sie zu. Dann mache ich sie los. Musste meinen letzten sehr schießen, weil Red Taser nicht funktioniert hat. Nur einen Meter zu bewegen, dann wird mein Kollege machst sie taser auf, und ich fessel sie wieder. Ja, keine Problem. Sound muted. Ja, endlich jetzt. Gut. Wollen Sie auch oder bleiben Sie stehen? Ja, gerne. Ich bitte sitzen. Die bitte weg. Ich pack schon weg. Tief in den Rucksack. Wo ist deine Legale, oder? So, also die... So. Also die Herren. Wir haben sie dabei erwischt, wie sie durch das Loch in der Mauer nach... aus Mexiko nach Amerika wollten. Richtig. Das ist verboten. Ja. Das dürfen sie nicht. Ja, doch, wir wollten Arbeit ersparen, weißt du. Ihr müsst immer so lange Prozesse, dachte ich. Gerade Stau, weißt du, ich mache wenig Arbeit für euch. Ich ja, kenne das doch, wenn viele Leute Dönerbude sind. Dann ja, auch aber es ist verboten Fleisch. Und Leute, die durch das Loch gehen, müssen eine hohe Geldstrafe bezahlen. Ich habe aber nicht viel. Wir sind eine arme Volk. Ich habe nicht viel, leider. Aber ich liebe sie doch. Sie können doch nicht geben. Geldstrafe. Also, die Sache ist die, es gibt leider eine hohe Geldstrafe darauf. Ich würde aber sagen, dass sie sich sehr kooperativ verhalten haben und ich in Ruhe mit ihnen reden kann, ohne dass sie versuchen wegzurennen oder sonstiges, werden wir die Strafe bei ihnen selbstständig etwas mindern. Auf jeden Fall will ich, dass sie beide
Jetzt zuerst der Herr in Grün gleich, dann der Herr mit dem Hut. Sie stehen gleich beide auf, nachdem ich sie dazu auffordere, kommen darüber, geben mir ihren Ausweis. Dann werde ich für sie jeweils ein spezielles Bußgeld verhängen, was ich mir ausdenke. Und danach dürfen sie dann auch wieder gehen, aber nur nach Mexiko. Und wenn wir sie nochmal dabei erwischen, wie sie durch das Loch gehen wollen, dann sperren wir sie direkt ins Gefängnis. Ja, gute Sache, so. Ich finde gut, so. Ah. Gute Arbeit. Ja, super. Okay, dann erstmal der Herr im Helm, bitte. Und nicht, weil, ganz ehrlich, wir hatten teilweise erst erwarten, kann man das denn die ersten Cops nach 10 Minuten, nach 10 bis 12 Minuten vom Heilwerk rum. Warum setzt ihr hier bei mir hin? Das ist einfach arschlang. Neben mir ist Platz. Also. Alter, ich hätte selber gut mal wieder richtig Bock, sagen, jetzt auf die Bank. Also die alte Bank wäre schwer. Die wir uns zu schaffen. Das würde ich nicht sagen. Doch, das würde ich sagen. Die Ausweis erzählt. Aber ich liebe sie doch, kommen Sie also, bei mir. Für Sie habe ich mir ausgedacht. Warten Sie bitte sie daher, bis Sie dran sind. Zahlen wir Ihr Kollege gleich. Ich werde Ihnen jetzt eine Rechnung ausstellen. Die beträgt, da Sie ja sagen, Sie kommen aus armen Verhältnissen, $10. Ne? Ja. Dafür besorgen Sie mir aber aus Ihrem Land einen schönen, leckeren Taco. Oh, wir machen Döner. Wir haben extra Dönerbude. Ja, oder Döner. Ist auch okay. Oh, Hauptsache Sie besorgen mir was zu essen. Ich mach gleich. Und zahlen diese $10. Okay? Ja, okay. Das ist super. Dann gebe ich Ihnen einmal das Geld. So, bitte sehr. Danke sehr, Sie haben bezahlt. Dann jetzt gleich nur noch der Döner und dann hat sich das auch schon erledigt. Okay? Okay. Haben Sie den dabei oder müssen Sie mir den nachträglich bringen? Ja, den muss ich leider nachträglich bringen. Habe gerade nicht dabei mit Soße und so. Ja, ist ja okay. Dann lassen wir sie gleich wieder raus. Und dann halten sie einfach aber nochmal am Tor an und nicht am Loch, okay? Und dann hat sich das für mich erledigt, dann sind sie frei und dürfen wieder nach Mexiko. Okay, super. User joined gut, your channel. Dann setzen Sie sich bitte nochmal kurz hin. Der andere Herr jetzt. Okay. Hallo, Polizia. Ich will aber Ihre Ausweis, darf ich bitte auch? Ja, natürlich. Ja, meine. Ja, danke sehr, Herr. Mein Name ist Chris Geil. Ich kenne Sie ein bisschen. Okay. Also, für Sie gilt das gleiche wie für Ihren Kollegen. Ich habe gehört, Sie haben eine Dönerbude. In diesem Fall, ich habe ja schon einen von Ihrem Kollegen. Sie geben einen Döner dann an meinen Kollegen da vorne weiter. Aber ich stelle Ihnen trotzdem jetzt einmal kurz das $10 Strafticket aus und dann lassen wir sie wieder nach Mexiko, okay? Gut. Alles klar. Kommen Sie mal ran auf den Meter. So. Kannst du uns fahren zu unserem Auto? Ihr Auto ist, glaube ich, abgeschleppt worden. Ich kann sie nur bis zum Tor bringen. Oh, okay. Weil das hat sich im Loch verfangen. Ja, okay. Also, dann kommen Sie mal, die Herren. Do, du bitte auch. Yep. User joined your channel. Du zeigst den Herren bitte, wo es lang geht. Danke. Bitte hier lang. So, das war's dann auch wieder für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr jetzt noch den Abo-Button drückt, wäre das echt super, weil dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus.